Hallo, ich bin's wieder, euer Michael, mit seinem 14. Kapitel aus seinem Buch von Burchmaus Knizi. Ich hatte euch das ja versprochen, weil ich 2 Tage nichts eingestellt hatte, mache ich heute mal 2 Folgen. So, die Online-Maus. Auf dem Rückflug von Springmaushausen sagte Knizi kein einziges Wort. Hey, dich hat's mächtig erwischt, du kleiner Draufgänger. Aber Knizi reagierte nicht. Sie war in ihrer Welt, in Ritas Welt. Endstation Burg, bitte verlassen Sie umgehend den Hangar. Danke für alles, Gorgo. Ohne dich wäre so manches nicht passiert. Bis dann. Knizi nahm die 333 Stufen mit einer Leichtigkeit, die sich selbst verwundern ließ. Etwas Ablenkung tut Not. Mal sehen, was Karl so treibt. Herein, du Herzensbrecher! Hast du deine Zaubermaus heil abgeliefert? Versteht sich doch von selbst, Karl. Das war der Flug der Flüge. Wir werden uns wiedersehen. Schön für dich. Ich wünsche dir nur das Beste, liebe Gnizi. Und was hast du so getrieben, Karl? Ich bin online gegangen. Du bist was? Online? Computer? Naganet? Comprende, Sir Gnizi? Erklär mir das mal bitte näher, Karl. Also, während du auf Schmusetour warst, habe ich meinen Rechner angeschlossen und mich ins Naganet eingeloggt. Und ich sage dir, der Laberratten-Chat war richtig gut. Hier bitte, Gnizi, setz dich hin und leg los. Karl reichte der Maus die Maus. Gnizi navigierte sich geschickt durchs Netz, ging etwas shoppen dort und schrieb ein paar Nachrichten da. Gnizi war begeistert. Geh mal auf die Chat-Seite, Gnizi, und ich behalte derweil die Online-Minuten im Auge. Denn sonst sind ruckzuck meine Rattentaler weg. Denn nichts ist gratis, nur manchmal ist einiges umsonst. Gnizi hatte derweil mit Crocodile Maus aus Australien Kontakt aufgenommen und schrieb heftig über die Zubereitung von Ameiseneierkäse in Weizenkornsoße. Spannendes Thema, Gnizi. Vielleicht solltest du jetzt aber besser aufhören, meiner Taler zuliebe. Bitte noch dieses Preis ausschreiben, Karl, bitte. Aber dann ist Schluss, Gnizi. Eine Narga-Spezialität mit 7 Buchstaben. MC Körni. Ist doch klar. Und schon hatte Gnizi das Lösungswort abgeschickt. So, fertig. Wo beziehungsweise, was macht denn jetzt? Wie kriegt man den Computer denn aus, Karl? So, bitte. Wobei Karl einfach auf Off drückte. Ich bin ganz schön kaputt, Karl. Ich glaube, ich gehe jetzt ins Bett. Null problemo. Gnizi, du schwere Nöter, eine angenehme Nachtruhe. Dir auch, Karl. So, das war Kapitel 14. Mal schauen, ob wir morgen Kapitel 15 einspielen können. Dr. Karl, bitte in den OP. Oh Gott. Lasst euch wie immer überraschen. Tschüss. Tschüss.